Hallo liebe Leute, heute wieder mal mit mir, den Dia. Und heute spielen wir wieder mal Space Engineers, eine Map. Und ja, diesmal ist der Hersteller Darby Do Yeah. Oder da Darby Yo Do Yeah. Ja, man findet den Namen eh in der Beschreibung, ne? Ich wollte es nur mal so mal gucken, versuchen zu. Ja. Ja, der Hersteller hat die Map gebaut mit den Namen Hattack oder Hattack. Also von SG1, also Stargate 1, ne? Also von den Kommando oder von der Truppe, wenn man so will. Hattack, das ist von diesen Goa'uld, ist das so ein größeres Schiff. Was sind das da drüben? Bündis? Ach, sind das solche kleinen Jäger? Könnt's denken, ne? Ja. Soll ich mal so einen kleinen Jäger fliegen und um den herum quasi? Das Ding könnte man dann vielleicht. Na. So. Teile ich doch das mal das Schiff, indem ich das herumfliege. Boah. Okay. Sieht eigentlich relativ originalgetreu aus, weil es halt auch nicht so riesengroß ist, ne, wie es normalerweise ist. Zum Verhältnis zu diesen kleinen Schiffchen und zu dem Schiff ist natürlich extrem teilweise. So, gehe ich dann wieder raus. Hat der denn. Ja gut, es passt. Gut. Ja gut, der hat es jetzt versucht mit den Möglichkeiten zu bauen. Finde ich auch in Ordnung, ne? Ja, mich treibt es davon. Ah cool, hier ist noch mehr von solchen Schiffen. Cool. Ist eine lustige Idee, wie man so einen Hangar zu bauen, dass die dort reinkommen quasi. Okay, was ist das hier? Hätte denken können, dass da reingeht, ne? Aber nur geht's nicht rein. Also unten geht's, denke ich mal, nicht rein, wie es ausschaut. Ne. Von diesen Türmen da, also von diesem Ring außenrum, geht's auch nicht rein. Oder wohl, doch, hier wahrscheinlich, von dort aus. Und von dort vielleicht. Ich versuche hier zu manipulieren hier. Kommt man denn da rein? Das ist jetzt die spezielle Frage, die ich habe. Ah, dort vielleicht. Dort schaut es so aus, ne? Ah, guck mal. Ich bin jetzt aber. Ich hab mich jetzt hier gelandet. Ich glaube, es war ja auch nicht der Weg hinein, sondern es war irgendwie so ein. Die Hülle ist das, glaube ich. Warte mal, Moment, ich muss es hier probieren. Genau. Erstmal hier runter. Dann hier runter, dann hier runter, da runter. Okay, hier geht es ja schnurstracks nach unten. Frage ich mich ernsthaft, wie groß das ist. Okay, das ist die Ecke von dieser. Ah, okay. Die Gravitationsgeneratoren hat er jetzt nicht ausgiebig. Ja, verteilt, wenn man so will, ne? Renn ich mal ein bisschen her, weil sonst kommen wir echt nie an her. Was? Leck? Ich denke mal, das ist der mittlere. Bla. Frage ich mich ernsthaft, warum das jetzt so leckt.
Was hat denn der hier gebaut? Oder verbaut, dass es so krass leckt? Guck mal. Höchstens wieder ganz flüssig alles, ne? Und jetzt? Bam. Frage ich mich ganz davon, dass. Ach Gott, oh Gott. Hier gebaut. Okay. So. Diese paar Lichter verursachen das. Muss ich echt sagen, dass das Spiel noch nicht ausgereift ist. Ja. Okay, hier komme ich auch rein. Gut zu wissen, ne? Aber wahrscheinlich nur auf einen der Ecken. Ja. Das ist die Frage, ob das Ding überhaupt fliegt, ne? Das teste ich natürlich auch, ne? Hat es denn so Waffen oder so? Kettenturm. Moment, muss ich glaube ich auswählen. Habe ich ja eigentlich, ne? Habe ich was skizziert? Merkwürdig. Ja. Gravitations ist an, das ist an, das ist an, das ist an, das ist an. Triebwerke, 64 Triebwerke hat das Teil. Wenn ich zum Beispiel geradeaus mache, dann sehe ich da oben in der Spitze, sehe ich sogar ein kleines Flackern. Er gibt quasi Gas. Na? Mit 0,78% Energieverbrauch. Zur Seite hat er eigentlich. Der hat in jeder Richtung genauso viel, glaube ich. Wenn ich nach oben will, habe ich sogar ein bisschen weniger. Ja. Und nach unten hin. Nach unten hin habe ich auch relativ wenig, ne? Boah. Wie er sich kaum in Bewegung setzt, ne? Was ist denn das hier eigentlich? Hä? Kommt dieser Gedanke nicht hä? Kann denn das ist doch komisch. Fehlen da irgendwie Bausteine? Ja. Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig. Immer sieht es halt schon, dass es sich bewegt, ne? Man sieht es schon. Boah. Ich denke mal, mehr kann man auch davon auch nicht so viel zeigen. Weil es ja, wie gesagt. Ja, gut, hat er hingeschrieben, ja, es hat. Ist halt nicht der beste Gamer und auch nicht so. Das andere verstehe ich jetzt nicht. Aber er ist halt ein Fan von SG1 und. Ja, ja. Reporting. Also ein erstes großes Projekt ist es. Ja, okay, wenn es ein erstes großes Projekt ist, dann sagen wir einfach mal. Ja, dann passt das schon so, ne? Ja. In dem zufolge sage ich erstmal bis später und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Also, tschüss.